Hallo, grüß euch. Heute habe ich mal eine Mixed Media Leinwand. Und zwar starte ich die wieder mit meinen Jelly Prints, einfach mit einer Collage im Hintergrund. Ihr könnt da auch jedes andere Papier verwenden, zum Beispiel Designerpapier mit verschiedenen Mustern. Ich möchte mal so eine also Meerszene gestalten, also mit Wasser. Und ich schneide mir jetzt eigentlich so wellenförmige Teile her und die klebe ich dann mit Gelmedium auf die Leinwand. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen schneller, damit es nicht so langweilig wird. Und wenn ich dann als Moin anfange, dann machen wir das wieder im ganz normalen Tempo. Aufkleben tue ich das Ganze jetzt mit Gelmedium und zwar mit diesem Teigschaber. Ich finde den total klasse. Das war so ein Fünfer-Set. Das habe ich beim großen Online-Kaufhaus gefunden. Und das ist viel besser, wenn man Pinsel, weil der Pinsel, wenn man den mit Gelmedium voll hat, den kriegt man einfach nie wieder richtig sauber. Und immer braucht immer Wasser zum Abwaschen und diesen Silikonschaber kann man einfach abwischen. Ich gehe jetzt zum Schluss nochmal mit diesem Callisto-Tool drüber. Das ist so ein festeres Silikon-Teil. Und ich habe festgestellt, wenn man das auf eine Leinwand, wenn man, oder egal welche Collage, wenn man da einmal fest drüber geht, man tut erstens dieses überschüssige Gelmedium runter und es presst es recht fest auf den Untergrund und dadurch kriegt man eigentlich überhaupt keine Wellen. Ihr seht, die Leinwand war schon mal bemalt, ich habe die übermalen. Und ich tue jetzt den oberen Bereich einfach nur mehr mit einer zweiten Schicht Gesso abdecken, damit es halt weiß ist. Ich möchte jetzt das nicht so unbedingt, dass es so stark durchscheint. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal komplett trocknen und dann verwende ich die Neocolor Crayons, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Ich finde es recht praktisch, weil man kann jetzt das Ganze natürlich auch mit Acrylfarben weitergestalten. Aber der Aufwand mit den Neocolors ist einfach deutlich geringer und man braucht natürlich auch nicht so viel Materialien. Ich verwende die einfach zusammen mit Gesso. Das tönt das Ganze ein bisschen ab, was man auch machen kann. Man kann die auch mit einem Acrylmedium verwenden, also mit einem durchsichtigen, sowas wie mit einem Gelmedium. Und das dann eigentlich fast wie Farbe benutzen.
Ich kritzel so ein paar Linien ein, einfach damit es ein bisschen interessanter wird. Dafür verwende ich so einen Pastellstift. Den unteren Bereich möchte ich nur ein bisschen abtönen, auch mit Gesso, weil mir das zu knallig ist. Und da gehe ich einfach mit dem Finger her und verblende den Gesso und ich wische dann wieder ein bisschen was weg mit so einem Babyfeuchttuch, damit das Muster von die Papiere wieder mehr durchkommt. Das habe ich jetzt auch trocknen lassen und ich klebe jetzt erst einmal meinen Wal auf, das Hauptmotiv auf der Leinwand. Den habe ich einfach auf weißes Druckerpapier gestempelt und den klebe ich genauso auf wie die Collagepapiere. Und wenn das getrocknet ist, dann nehme ich nochmal die Neo Colors, um einfach nochmal ein Layer Farbe drauf zu bringen. Die verblende ich in dem Fall jetzt nur mit Wasser, dann behalten die ihre Intensität. Und ihr könnt natürlich jederzeit andere wasserlösliche Kreiden verwenden, also zum Beispiel die Stabilo Woodies oder die Gelatos, das funktioniert da ganz genauso. Ich habe wie immer unten in der Videobeschreibung meinen Blogpost verlinkt, da könnt ihr dann ein Foto schauen von der Leinwand. Und ich habe auch unten alle Stempelsets, die ich verwendet habe, verlinkt und ich schreibe auch eigentlich immer Materialliste unten hin.
Diese Schicht lasse ich jetzt auch wieder trocknen und jetzt möchte ich noch ein bisschen was stempeln, damit es noch ein bisschen spannender wird im Hintergrund. Dafür verwende ich diesen Wellenstempel aus dem Pencilmax-Stempelset und ich nehme jetzt keine schwarze Tinte, sondern eine blaue. Ich finde, das passt jetzt da besser. Ich mache den Rand jetzt auch noch schwarz mit dem Neocolor, damit die Farben mehr rauskommen. Also das leuchtet, ich finde gerade immer, wenn man so bunte Buntbeutel hat und am schwarzen Rand außenrum, leuchtet das irgendwie noch mehr. Ihr könnt mal schauen, ich habe euch oben in der Infobox, die ist rechts in der oberen Bildschirmecke, ein paar andere Mixed Media Videos verlinkt. Vielleicht ist da was für euch dabei. Den Wal bemale ich auch noch ein bisschen, weil ich finde, der hebt sich so stark ab. Das schaut irgendwie total unnatürlich aus. Und deswegen koloriere ich den auch mit diesen Neocolor Crayons. Und es macht mir gar nichts, dass ich damit das Muster so ein bisschen abdecke.
Ich möchte ihn einfach mehr ins Bild integrieren. Jetzt, wenn alles getrocknet ist, setze ich noch ein paar Farbakzente, und zwar verwende ich da Ölpastellkreiden. Ich nehme die total gern her, weil die so schön leuchten und sie sind super deckend. Und es macht einfach, finde ich, Spaß. Das erinnert mich so an meine Kindheit, wenn du ein Beutel gemalt hast. Und das ist irgendwie so, also für mich ist es so, das Beutel ist jetzt schon fertig und mir gefällt es eigentlich so, und ich möchte jetzt einfach noch ein paar Akzente dazu machen. Und dann finde ich, ist man also entspannt, und das macht dann, finde ich, richtig Spaß. Ja, und ganz zum Abschluss kämen nur ein paar, ja, einfach ein paar Akzente drauf mit den Uniposca Paint Marker. Man muss da ein bisschen aufpassen mit den Ölpastellkreiden, dass man da nicht direkt drauf malt, weil das Öl geht dann in die Spitze rein, also die Farbe. Da funktionieren die Marker nicht mehr gescheit.
Ich mache einfach bloß ein paar Punkte. Also, es ist jetzt nichts Besonderes. Hier verwende ich den goldenen Marker, um den Wal ein bisschen mehr hervorzuheben. Und zum Abschluss kämen wie immer ein paar Farbspritzer drauf. Ich habe mich hier für weiß entschieden, weil das einfach so ein bisschen das aufspritzende Wasser symbolisieren soll. Und ganz zum Schluss, wenn die Leinwand getrocknet ist, kommt noch ein Titel drauf. Dafür habe ich mal mit der Tim Holtz Stanze das Word Getaway ausgestanzt. Auch aus einem Jelly-Hintergrund und einfach aufklebt. Ja, und da seht ihr meine fertige Leinwand. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Habt eine schöne Woche. Pfiat euch!